Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stoneshard. Ne, Moment, was spielen wir? Scheiße, wir spielen ja Force of Nature. Wie komme ich jetzt auf Stoneshard? Ja, weil ich vorhin ein bisschen so rumgedattelt habe, und zwar Stoneshard. So kommt man auf das. Ja, Kupferspitzhacke. Okay, wir haben eine Kupferspitzhacke, was sehr schön ist. Die ist bestimmt um einiges besser als die. Und dann packen wir die erstmal weg. Jetzt fällt mir, dass ich immer so viel... Hier, übrigens, Hähne geben Federn. Wurde ich tatsächlich gefragt. Ich muss hier ein bisschen Kram loswerden, das geht so nicht. Verschwinde! Ich weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Mal gemacht habe. Oh, das finden wir schon noch raus. Ich glaube, ich wollte gerade schauen, dass ich weiterkomme in Sachen erreiche einen neuen Level. Okay, wie machen wir das am besten? Nächster Level. Ah, ich brauche Goldbahn. Okay, das wird schon mal so eine Sache. Wollte ich denn noch irgendwas bauen? Ich habe Käppchen, ich habe Fleisch. Mehr brauche ich nicht. Hier machen wir noch mehr Käppchen, was super ist. Wie war das nochmal? Störung. Kein Platz mehr. Wie furchtbar. Schuld sind Kiefernzapfen. Oh, diese verdammten Kiefernzapfen. Was haben wir hier denn noch drin, was ich nicht brauche? Den Stein kann ich auf jeden Fall nicht verwenden, aber ich kann mir erstmal die ganzen Kaffeebohnen in so eine Nagel reißen und gleich nochmal Kaffee anpflanzen. Ich muss auch noch Weizen anbauen. 1500 für eine Errungenschaft. Was ich mit den Diamanten machen kann, keine Ahnung, wofür diese Splitter da sind. Wahrscheinlich brauche ich die für irgendwas irgendwann. Wohl nichts. Ohne. Marksplitter, Diamantsplitter. Jetzt brauchen wir Asche, könnte ich noch herstellen. Ne, diese Steine. Gut. Noch ein paar Kaffeebohnen, die könnte ich. Ah, okay, machen wir gerade noch gebratenes Fleisch. Hier machen wir glühende Asche. Kann ich noch mehr herstellen? Habe ich denn irgendwas jetzt hier aus Stücken? Kann ich hier noch einiges machen? Gut. Mach das mal. Dann muss ich eigentlich jetzt wieder gucken, dass ich kämpfe. Gut. Scorpius. Vielleicht sollte ich auch erstmal eine Nahkampfwaffe nehmen. Ich höre das Bär. Ich höre irgendwas, das ich angreifen will. Mach mal zu den Bären. Mit dem komme ich wenigstens klar. Wenn ich noch ein bisschen aufsteige, läuft es auch bald besser mit dem Töten. Oh, es könnte eine Goldmesse sein. Ach, diese scheiß feigen Viecher. Oh ja, wie viel Gott dann brauchst du noch? Das sind Gold. Ach, scheiße, ich brauch die Krallen und die Fangzähne. Naja, oh, egal, ich bin eh. Ich
Schaut hier aber noch. Das ist ein Hase, der wird mich wohl nicht angreifen. Kein Killerkanickel. Aber ich muss haufenweise Goblins töten und alles andere, was sich hier irgendwie in meinen Weg stellt. Lass den Scheiß. Und vor allem muss ich drauf hoffen. Dass wir noch sehr viel mehr Kram finden, vor allem Gold. Gerade weil man in dem Spiel leider nicht sehr viel von einigen Sachen findet, ist das halt echt schwierig. So, probieren wir doch mal. Platz habe ich im Inventar überhaupt nicht. Oh, das funktioniert gut. Schauen wir doch mal, wie viel besser das hier ist. Ich mag diesen Kaffee echt gern. Das ist so geil. Ich hoffe doch, dass ich damit jetzt viel, viel effizienter bin. Ich glaube aber schon. Und da ich endlich genug Kaffee habe, ich glaube, ich muss ein Level aufsteigen, um Kleidung fertigen zu können, die ich dann nehmen kann, um in die Wüste zu kommen. Ich vermute mal, dass das Spiel so aufgebaut ist. Du musst aufsteigen, damit du einfach nur weiter Sachen bauen kannst, dich weiterbringen. Ich vermute, das ganze Spiel ist so aufgebaut. Also ich würde sogar drauf wetten. Es gibt auch noch eine Errungenschaft für das Zerstören von Haufen weißen Steinen. Wenn ich dann Eisenwerkzeug habe, dann wird es wahrscheinlich noch besser gehen. Es geht schon viel, viel besser als mit einer Steinspitzhacke, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen doof, dass man die Gegenstände nicht zerstören kann. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Weil dann habe ich halt immer diese Gegenstände, die ich halt nicht mehr wegkriege. Noch ein Käffchen. Produziert das Kaffee schnell. Und wenn man sieht, was man da rauskriegt. Kaffee ist für die Ausdauer einfach so ein Goldstück. Ich war damals schon ganz glücklich mit der Milch. Also mit den Milchsaftgetränken. Aber mit dem Kaffee fährt man noch viel, viel besser. Irgendwas kommt gerade, glaube ich. Oder auch nicht. Aber im Allgemeinen im Spiel habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich nie genug Lagerplatz habe. Es fühlt sich immer so an, ja, anfangs geht's noch, weil du nicht so viele Gegenstände hast, aber je mehr unterschiedliche Gegenstände du sammelst, umso schlimmer wird das. Ich weiß aber immer noch nicht, was diese Steinsplitter so eigentlich für einen Sinn haben, außer dass ich die brauche, um aufzuleveln. Aber die müssen ja irgendeinen tieferen Sinn haben. Und ich glaube auch, ich werde mal irgendwann noch richtig viele Steine brauchen. Ja. Da ist ein Wolf. Oh, Level 3. Wenn ihr nicht immer abhauen würdet, werdet ihr gar nicht so übel. Da lobe ich mir euch. Kann man das Gamma eigentlich noch irgendwie hoch? Wo bin ich denn eigentlich? Da und oben müsste ich hin.
Passt schon, ich mache einfach alles platt, was sich irgendwie findet. Ich zum Beispiel. Super Kupfer. Gold findet sich auch nicht so gut, leider. Schön, wieder Tag, endlich. Habe ich jetzt schon mal ein bisschen was? Also Fett ist kein Problem, Kralle und Fangzahn läuft auch, aber Goldwaren, da brauche ich noch etliche Münzen. Ich frage mich, wie lange man irgendwann leveln muss, um diese Goldkleidung dann hinzukriegen. Oh, 25 Goldwaren. Oh, hat gesessen. Einen Händler, dass ich mir das Gold einfach kaufen kann. Komm her. Wie nochmal, ich möchte nochmal erwähnen, die Musik, die ihr hört, ist von mir im Nachhinein drunter gesetzt. Die ist nicht zum Spiel gehören. Ach, Mist, von Anfang. Oh Mist. Hier funktioniert bei mir die Musik als so ein der Haut da hinten. Hab ich doch glatt was zurückgelassen. Mit einem Hackmesser. Ist auch keine Gefahr. Ein bisschen Gold. Ich komme gerade überhaupt nicht mehr hinterher mit Rendern und schon gar nicht mehr mit Beschriften. Das tut mir übrigens leid. Ich meine, wenn ich jetzt so weit bin, habe ich es wahrscheinlich endlich wieder geschafft. Aber es ist gerade alles nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. So ist nun mal das Leben leider. Aber es muss jetzt eigentlich besser werden, weil... keine Ahnung. Ich schläge mich heute mit. Okay. Ich hasse die Viecher. Ich hasse dieses Weglaufen. Danke. Sehr schön. Mehr von euch. Ich muss vielleicht mal ein paar Pilze. Falsch Taste. Ich habe zu viel Haut, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Ah, warum scheiße ich auf Pilze? Ja, ja, du mich auch. Die kann ich nicht schlagen, oder? Oh doch, die kann man auch treffen. Ja, hat aber wenig Sinn. Einfangen ist einfach deutlich lukrativer. Wie viel haben wir denn jetzt von Kupfermünzen? 65. Aber ich brauche eigentlich die Goldmünzen und ich kann Gold leider nicht herstellen. Das ist halt wirklich, also ich habe noch keine Möglichkeit. Ich habe gerade genau so einen Angriff, dass sie genau abhauen. Das ist scheiße.
Kann ich noch irgendwas rausnehmen, das zum Beispiel? Die Haut nicht verschwende, wisst ihr? Irgendwie verschwendet, wenn ich die nicht mitnehme. Wahrscheinlich habe ich viel zu viel. Aber... Was mache ich denn eigentlich? Also ich muss ja irgendwas mit der Haut irgendwann mal machen können. Weil Gegenstände gehen nicht kaputt. Das macht eigentlich ein bisschen doof. Weil Gegenstände nicht kaputt gehen, brauche ich ja nichts zum Reparieren. Das heißt, ich krieg immer mehr von... Also das ist ein normales Schwein. Immer mehr von dieser Haut. Und... Eigentlich bringt mir das absolut gar nichts. Ich muss sagen, das mit den Bergen ist auch ein bisschen so... bescheiden. Da ist wieder Wüste, da brauche ich dann nicht viel machen. Wenn ich nur meine ganze Ausdauer. So, kurz ein Häppchen. Rennt ihr jetzt auch weg? Okay, der Goblin ist wichtiger. Also eine Küppermünze. Ne, es war eine Goldmünze. Ja, mit Gold komme ich klar. Mir wäre es 10-mal lieber, wenn die mehr Goldmünzen fallen lassen würden als Kupfer. Weil mit Kupfer kann ich halt echt nicht viel... Kupfer kann ich auch anders herstellen. Anfangs war es okay, wenn man noch nichts hat. Oh, scheiße. Ich muss mal ein bisschen Leben generieren. Lass mich mal kurz ein bisschen hier stehen. Und Pilze mampfen. Diese eine Erde hier kann ich eigentlich auch wegschmeißen, wenn ich ehrlich bin. Die wird mich nicht weit bringen. Aber ich müsste jetzt schon genug Krallen und alles wieder haben. Da fehlt bloß noch... die Goldbahn, genau. Das heißt, ich muss noch... massig sammeln. Jetzt ist wieder dunkel. Dunkel ist auch blöd im Spiel, muss ich ehrlich sein. Für euch zumindest. Kann ich Gamma einstellen? Ging das? Was? Bestimmt, nein. Es ist halt blöd für euch auf YouTube, weil ihr seht jetzt gar nichts mehr. Könnt ihr einfach mal Holz haben. Oh, warte mal, ich sehe gerade, meine Ausdauer wird verbrannt. Ist zu warm. Oh, hallo. Schön an den nicht, da kriege ich wenigstens das Fleisch wieder. Ich würde gerne viel, viel größere Häuser bauen können. Und wenn es, egal wie viel Rohstoff es braucht, ich würde es halt gern machen, damit ich halt mal ein paar Kisten mehr reinsetzen kann. Weil das, was ich gerade lagern kann, ist einfach ein Witz für das, was ich habe. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich so falsch spiele. Es sei denn, das Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, dass du Sachen wegschmeißt. Effektiv. Aber gerade wenn man sich nicht so gut auskennt, macht man das ungern. Das hatte ich damals auf meinem Team 2, auf dem Team 2 Server auch das Problem. Dass ich halt nicht wusste, was ich... Ja, danke,
So, kann man gleich weitermachen. Der muss noch sterben. Bei Bedarf kann ich auch mal dann gezielt wieder ein bisschen Errungenschaften sammeln. Zum Beispiel Chungachanga würde ich gerne erhalten. Ganz ehrlich. Oh, jetzt noch Fleisch. Kann ich jetzt nicht mitnehmen? So. Habe ich nur vergessen, das ist bestimmt noch gut. Genau im Süden liegt der nächste Stein. Es muss irgendwas geben, was effizienter ist als die Goblins. Das Problem ist halt, achso, das nicht. Das Problem ist halt, die Goblins geben einfach viel zu wenig Münzen. Man bräuchte irgendwas, was einem vielleicht 2 Münzen gibt. Oder 3. Da hast du eine viel höhere Chance, was rauszukriegen. Und eine richtige Gefahr sind die Goblins für mich jetzt auch nicht mehr mittlerweile. Okay, ich kann aber nicht in die Wüste gehen. Vor allem so ein heißer Kaffee, der wirkt bestimmt Wunder, wenn er zu heiß ist. Da habe ich die Erde weggeschmissen. Eine Kuh. Komm mal her, du könntest eine Münze ziehen haben. Oh, sogar eine Goldmünze. Ja, danke sehr. Was ich mit den Bienenstöcken machen kann, weiß ich auch noch nicht. Da dauert es vielleicht noch ein bisschen, bis ich so weit bin. Hier ist alles voll mit Gegner. Ich brauche eigentlich gerade richtig viel Gegner. Ah. So, nein. Eingelassen. Oh, fand ich da. Ein Topaz-Splitter. Wirkt irgendwie wichtiger. Ah ja. Haufenweise Splitter von verschiedenen Sachen. Ich vermute mal, in der Wüste werde ich gegen solche Gegner primär kämpfen. Damit komme ich aber klar. Ich muss vielleicht ein paar neue Pfeile mittlerweile machen. Aber es sollte kein Problem darstellen. Ich hoffe, dass ich jetzt in dieser Aufnahme so weit komme, dass ich Goldmann machen kann. Wäre mir echt eine Freude. Hier? Okay. Warum ruckelt in letzter Zeit bei mir alles? Ja, ich weiß schon warum. Bei meinem anderen Rechner ging da auch plötzlich nichts mehr. Windows will wieder Updates fahren. Sagt's mir aber nicht, aber die Updates sind halt echt. Ich weiß nicht warum. Wenn in der Apokalypse wird garantiert immer noch gesagt, hey, wir haben neue Updates für dich. Könnte ich wetten. Kann ich noch irgendwas? Kann ich die auch in mein Inventar legen? Nee. Es muss schon irgendwas sein, was man verwenden kann, sie wahrscheinlich. Kann ich die da reinlegen? Nee. Schnellzug. Wasser kann ich nicht. Das ist leider auch nicht. Ja, es muss wahrscheinlich. Es muss irgendwas sein, was man verwenden kann, sie wahrscheinlich. Na, habe ich jetzt leider nicht. Thank you.
Ja, wenn der manchmal nicht schnell genug. Vielleicht muss ich einfach warten, bis die einen Angriff machen. Dann scheint es zu klappen. Kupfer. Sie ist auch da oben 70. Gold. Hat dich geschlagen. Ja, ich habe übrigens noch einen Pfeil. Ich muss dann erstmal Pfeile machen. Auf den zu tanken. War mein letzter Fall. Aber er hat gesessen. Ich muss doch voll die Gicht haben mittlerweile. Was ich hier an. Was ich hier schon an Fleisch gegessen habe. Allgemein, was hat der für einen Magen, der Typ? Ich dachte schon, ich esse viel. Na klar, hat mich verarscht. Süße Sau. Das ist ein Bär. Aber er hat kein großes blaues Haus. Ja, wenn wir der Highline-Tanz ausgehen, muss ich natürlich auch gehen. Aber bisher sieht es noch ganz gut aus. Vor allem, dass ich einfach mal tagelang rumirre und Sachen sammel, für die Typen kein Problem. Komm her. Bin ich hier eigentlich? Alles Gold? Huhu. Ich mag Goldmünzen. In den meisten Spielen. Ehrlich gesagt, ich habe auch überlegt, was ich jetzt am besten mache. Ob ich jetzt einen alten Speicherstand von einem anderen Spiel ausmache, weil ich muss gerade wieder ein neues Spiel machen. Spätestens morgen. Ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste, die getan werden müssen. Das ist Kupfer, eindeutig. Ach, ich dachte, das war der Kuhschwanz. Ich dachte, da greift mich irgendwas hinter der Kuh an. Ja. Du bist meine Lieblingskuh, das passt schon. Noch ein Goblin. Am besten 5-6 Stück mit einmal. Aber nur, wenn ich die entsprechenden Sachen habe, um euch fertig zu machen. Freue mich schon drauf, wenn ich die erste Eisenaxt habe. Oder? Nee, nicht Eisen. Ah, doch. Ich bräuchte eine bessere Keule einfach. Die ist zwar schon nicht schlecht für das, was ich gerade bekämpfe, aber die müsste. Ich brauche viel mehr Schaden. Damit ich die Gegner noch schneller besiegen kann. Hier oben ist noch irgendwas. Ach, wir gehen einfach mal hier unten lang. Ach, keine Füchse. Das ist voll Füchse. Ich habe Goblins gehabt. Wenn ich ihr nochmal eine gebe, dann überlegen sie es zweimal nochmal zu kommen. Weil die brauchen auch ihre Zeit, bis sie heilen.